guten Morgen. Filmst du schon? Ich bin Achim. Ach, hatten wir ja schon mal. Achim, sag doch mal ganz kurz, was machen wir jetzt hier? Zeig so, mal. Kommst du bitte mal hier rüber, bitte? Ja, warte, ich komme. Vorsicht, ich komm. Ja. Guck hier. Ah ja. So, hier, Korrosion, ja. Hier haben sie schon mal ein Blech untergeschweißt. Hier. Jetzt trennen wir das hier raus. Ja. Also wie so eine Art Fenster. Und schweißen hier ein richtig stabiles Blech wieder ein. Genau. Und dasselbe haben wir hier unten theoretisch auch vor, auch praktisch. Ja. Hier in der Mitte fehlt irgendwie dann, schon so ein... Ja, das müssen wir erstmal machen. Das müssen wir hier erstmal machen. Und dann haben wir hier unseren, hier, was wir hier rausgebrennt haben. Ja. Der kommt dann hier rein. Das heißt, der war auch durch, das warte, Stück, was da fehlt. Warte, ja. Warte, eine Sekunde. Ah, das war vorher im Bus ja, drin, ja? Ja, das war ja vorher drin. Wir haben jetzt aber ein Typ bisschen größer gemacht, weil alles vermodert war. Und hier siehst du ja auch, hier ist, hier muss man glaube ich noch mehr wegmachen. Hier kann man ja nicht schweißen. Nee. Hier fehlt ja alles. Ach Gott. Und das hat Detlef der TÜV entdeckt, oder? Ja. Genau, das ist ja unser 250er, unser schöner Reisebus, mit dem wir Fahrten machen. Und man sieht an so einem Auto, ne, es gibt immer was zu tun. Ja, das hört nie auf. Ich sehe, Achim, hier ist irgendwas fertig. Was hast du denn jetzt hier gemacht? Bitte erklär mir das mal ganz kurz. Wir haben jetzt die Querstreber eingeschweißt, den Holm hier. Aber du musst ja das von den Experten erklären lassen, hier, was jetzt sei, so hier Querdings hier sowieso. Ja. Halt, was soll ich denn da sagen? Komplett neu eingesetzt wieder, unser Holm hier. Der war hier durchgerostet, genau. Durchgefault, haben wir jetzt eine neue eingeschweißt. Und an der Schräge halt auch, ne? War eine filigrane Arbeit. Du kannst ja auch von hier filmen, ja. Damit man erstmal sieht hier, das ist ja, war ja alles vermoddert. Mhm. Hier unten hier und alles. Wie lange habt ihr insgesamt dafür gebraucht? Ja, das ist ja schon so anderthalb zwei Tage. Monate. Anderthalb Tage. Anderthalb Tage haben sie gebraucht. War auch eine filigrane Arbeit. Was lange wäre und gut. Wenn du ein Stück rausgenommen hast, war noch ein Stückchen, ne? Und dann, aber hier sind wir fertig hier vorne. Wenn du hier immer anfängst, dann kommt immer. Ja. Komm her, Sascha, kannst du mal bitte von hier filmen, bitte? Hier, wo wir den angesetzt haben, haben wir gemerkt, das wurde immer dünner hier. Also musste man wieder einen neuen machen, noch länger machen. Erst waren wir ja hier. Und dann haben wir gemerkt, dieses Material ist so dünn. Und immer dünn heißt, weggerostet, ja. Ja, haben wir wieder abgeschnitten, wieder einen neuen genommen. Mhm. Und das ist das Endprodukt. Ja, sehr gut. So. Und das ist alles ein Teil des selbsttragenden Gerippes. Ne? Also, genau. So, das ist hier der U-Stabi raus, das sieht ja jeder. Ne? Ja, ein Teil unseres Holms, ne? Hat er hier gerade raufgelegt oben. Ja, als Gimmick. Ne? So sehen sie aus, denn, wenn sie durchgerostet sind. Mhm. Ne? So, unser U-Stabi, der ist hier raus, weil hier die Stabi-Buchsen kommen rum von dieser Seite. Weil die oberen Stabi-Buchsen komplett ausgeschlagen waren. Ja. Diese hier ist auch komplett ausgeschlagen, die muss noch raus. Deswegen werden wir den U-Träger komplett rausnehmen und hier noch die wechseln. Die haben wir schon da, die Buchsen alle. Die werden dann demnächst wieder eingesetzt. Und wir müssen noch den Kugelkopf hier wechseln. Mhm. Den können wir aber hier oben auf der Hinterbühne jetzt nicht wechseln. Weil wir das Rad drehen müssen, denn der sitzt genau unter der Achse. Mhm. Der muss ja nach oben raus und dadurch kriegen wir den Kugelkopf nicht raus. Wir müssen den runternehmen
Wir werden einen Bock drunter stellen hier unter die Achse, dass das Lenkrad frei bleibt. Dann drehen wir es rum und dann kann der Kugelkopf rausgenommen werden und dann kann auch wieder angehoben werden danach. Ne? Ja, das ist unsere nächste Aufgabe. Aber die machen wir im nächsten Jahr. Dieses Jahr ist dann jetzt hier Schluss. Das war unser letzter Arbeitstag heute. Ich bin zufrieden, dass der Holm drin ist. Der wird jetzt im Frühjahr, dann wird er noch mit Rostschutz behandelt, wieder mit Unterbodenschutz behandelt und dann ist das hier wieder fertig im Vorderwagen der Wagen. Kann uns nichts mehr passieren. Der kommt auch wieder durch den TÜV. Kein Problem. Heute ist Weihnachten. Ja, heute ist Weihnachten. Fast so wie Weihnachten. Hier steht unser Hänger. Wir waren diese Woche unterwegs. Wir haben in Sachsen noch ein paar Icarus-Teile für den 66er organisieren können. Wir sind angeschrieben worden, ob wir welche brauchen. Sind runtergefahren, haben das gesichtet und haben hier unsere Weihnachtsgeschenke mal mitgebracht. Wir werden das mal langsam auspacken alle. Ja. So, mach mal die Fahne auf, ringsherum. Genau. Ihr seht, der Hänger ist voll. So, den passt er mal mit an. Das Gestell runternehmen. Ja, Nach vorbei und raus. So, was haben wir denn da? Hier geht es schon mal los, dass wir nochmal eine Tourentafel haben für den 66er. Mhm. Mit Instrumenten? Mit einem kompletten Kabelbaum dran, ja, aber ohne Keim. Okay. Instrumente haben wir noch da. Mhm. Erstmal beiseite hier. Haben wir nochmal komplette Motorhauben, die in einem extrem guten Zustand sind. Ja, wunderbar. Ziehen Sie mal raus, bitte. Genau. Stellen wir erstmal hier runter. Die sehen wirklich sehr gut aus. Sind, ja? Die sind hier nicht. Die sind hier in den Unterkanten überall nur Flugrost. Ja. Schön sauber, schleifen alles wieder. Die Rohre sind in super Zustand. Also, die kann man noch gut gebrauchen. Selber das Schloss ist noch in Vollfunktionsfähig. Mhm. Ja. Toll. So, die nächste holen. Ist hier mit? Lass mal erstmal drin. Oder lass jetzt, wir passen in der Hand. Hinten vom Motor. Von Fahrradraum aus dem Motor abgekommen. Ja. Das ist die Kühlerseite. Ja. Dann haben wir auch noch die andere Kappe von der Seite. Ja. Aber jetzt kommt erstmal die Motorhaube raus. Hast du mal los? Hier, kann man gleich mal hier reingucken nochmal. Siehst du hier? Super Zustand. Ja. Ne, alles ganz. Nicht durchgerostet, kein Holm, nicht. Super. Kann man super verwenden. Ja, hier mal so rum. So, stell sie unten runter. Genau, da kommt die zweite Abdeckung. Die Klappe hinten. Mhm. Abdeckung, ja. Das noch mal vom Feuerstraum aus. Ne? Das ist die Motorklappe selber, die über den Motor kommt. Okay. So, dann haben wir hier Seitenklappen, die in einem guten Zustand sind, weil unsere sind komplett durchgerostet. So, zeig's dir mal kurz von innen, Lotze, was das hier sieht hier. Oh, sehr schön. Ja. Kann man noch. Meine muss auch was gemacht werden, aber. Ja, natürlich, das sind gebrauchte. Das ist bei Weitem nicht so schlecht hier unten. Aber die ist noch top in Ordnung. Ja. Pass da vorne an. Was ist das für ein Material? Das ist Stahlblech. Das ist normales Stahlblech, ja. Das ist normales Stahlblech. So, sehr wichtig, unsere Motortraverse. So ist der normalerweise im Fahrzeug verbaut. Wird hier der Motor festgemacht auf dem Schlitten komplett. Mhm. Und wenn ich jetzt am Motor was arbeiten muss, dann ziehe ich den mit dem kompletten Schlitten raus. Und kann draußen am Motor vernünftig arbeiten. Ich muss nicht den Motor und dann mit... Genau. Heute sagt man dazu Cradle. Ja. Wie auch immer. Ja, ich muss also nicht den Motor erst mit Böcken und Klötzern und richtig lagern und dann mit dem Hubwagen rausziehen, sondern ich kann den mit dem kompletten Schlitten rausziehen. Ja, sehr schön. Nehmen wir mal auch hier rüber erstmal. So, dann haben wir hier noch den originalen
Feuchtluftfilter. Der hat unten ein Stahlnetz drin, mit Öl ist der. Die Luft zieht der 66er ja oben über seinen Schacht. Und das ist dann für die Rotoren nachher der Luftfilter. Die wurden auch ausgetauscht. Das ist die Tafel, die hinten im 66er immer drin ist. Wenn man also am Fahrzeug arbeitet, hat man hier hinten nochmal eine Schalttafel drin. Ja. Da kann der Schlosser hier stromlos machen und kann auch von hinten mal starten, wenn er. Ne, das muss krankbar gemacht werden. Das ist bei unseren sehr desolat mittlerweile. Okay. Ne? Ja, also das ist die Tafel, liegt eben auch wieder hinten rauf, auf die, wo die Kabel jetzt sind. Getriebetraverse. Wir haben zwar noch eine Getriebetraverse drin, aber uns fehlt der Selemblock und der obere. Ne, weil die wird so lang eingebaut. Ja. Ne, so kommt sie rein. Und hier oben sitzt der Getriebe drauf. Sehr gut. Ne? Oh, Plastikknopf. Das entscheidende Teil. Dann haben wir hier noch Kleinteile. Das ist Handbremsgestänge. Ja. Und hier haben wir noch einen Umlenkbock von der Lenkung mit dem Lenkzylinder dran, dem Betätigungszylinder. Ja, für die Lenkhilfe, weil die haben ja Luftlenker. Ja. Hier liegt unser Getriebe drauf. Ja, hier ist alles noch vorhanden. Drucklager ist drin, läuft sogar noch gut. Originalet 66er Schaltgetriebe. Ne? Das da fehlt normalerweise. Uns, ja, ne? Ja, ja, das fehlt, das haben wir nicht drin. Mhm. Normalerweise wird es dann hier zugemacht, der Deckel. Und dann liegt es so hier oben, das zum Abschmieren fürs Drucklager. Genau. Und die Dauer kommt ja hier rein an der Seite und dann wird ja das Drucklager bewegt und dann kann man schalten. Sehr schön. So. Ja. Also. Das werden wir jetzt rausholen. Dazu müssen wir einen Hänger noch ein Stück nach hinten schieben. Oder wir machen hier die Tür kurz auf, damit wir mit dem Kran rankommen, um das Getriebe jetzt rauszuheben. So, und jetzt lassen wir runter. Das runter, das Getriebe erstmal, dass wir das nicht hier wegnehmen können. Und so, pass auf hinter dir. Kann da auch nicht aufpassen, ich pass auf. Du bist nervig. Ja, muss das kann ja sehen. Manchmal übersieht man dich auch ein bisschen. So, vor die Motoren. Hier ist hier. So, jetzt haben wir das Getriebe, Motorschlitten, Getriebehalterung, alles mögliche zusammen. Unter anderem haben wir natürlich auch jetzt hier einen Original Schippelmotor, den Sechszylinder, der mit einzelnen Zylinder war. Unsere EM6, diese ostdeutschen Maschinen, oder die EM4, die haben die Zylinder immer unter einem kompletten Block. Hier ist jeder Zylinder einzeln und wir waren früher in der Lage, unterwegs auf Strecke auch mal eine Kopfdichtung zu wechseln. Ja, es war zwar ein Riesenaufwand, die Wasserleiste musste ab, die ganzen Düsen mussten gelöst werden, die Leitung, die Glühkerzen mussten gelöst werden, andere Seite der Auspuffkrümmer, Wasserleiste, Luftleiste, musste alles abgeschraubt werden. Dann konnte man aber den Kopf abschrauben, Zylinderkopfdichtung wechseln, Kopf wieder aufsetzen oder wenn der Kopf gerissen war, wir hatten teilweise in den Kofferklappen auch Köpfe mit drin, dass wir auch Köpfe komplett wechseln konnten. Wenn die Leute im Museum waren, haben wir in der Zeit Kopf gewechselt. Durch einen glücklichen Zufall haben wir jetzt zwei Motoren gekriegt. Das ist der erste, hier steht der zweite Motor. Beide Maschinen laufen super. Über ein Video habe ich sie aus Ungarn, habe ich die Videos von den Windmaschinen bekommen. Haben super Geräusche. Wir werden sie selber auch nochmal laufen lassen hier. Sind beide funktionstüchtig. Das wird der sein, der eingebaut wird in unseren Bus, in unseren 66er. Der bleibt als Reserve stehen, falls mal irgendwas ist. Alles vorhanden, Kupplungsglocke vorhanden, wir brauchen bloß noch die Getriebe anzuflanschen und dann können wir im Prinzip, könnten wir abfahren damit. Ne? Ja. Getriebe, wie gesagt, liegt jetzt hier mit Glocke, die könnten wir jetzt abnehmen und das Getriebe ranmachen oder wir nehmen die Glocke ab und machen das Getriebe ran, das ist noch nicht entschieden, wie wir es machen. Aber es ist zumindest haben wir es jetzt da. Wir haben jetzt an Ersatzteilen so viele Sachen da, dass wir den Wagen fahrfähig kriegen könnten jetzt. Sprich, wir könnten jetzt den Schlitten einbauen mit dem Motor zusammen, die Getriebe ranhängen, Achse ist drin, Vorderachse ist drin, Lenkung ist drin, Schaltgestänge ist drin. Man könnte im Prinzip den Wagen, wenn wir es einbauen, starten und damit fahren. Aber den Zustand kennt ihr ja alle, ihr habt ja schon Videos darüber gesehen. Der muss natürlich auch erstmal blechmäßig wieder in Stand gesetzt werden. Wir gucken uns gleich nochmal an, wie wir gerade sind, was wir gerade machen innen drin. Genau. Ja. Aber also, vielleicht nochmal ganz kurz ein Wort zu den Motoren. Wo waren denn die ursprünglich drin? Wahrscheinlich ja nicht im Icarus, ne? Die waren beide nicht im Icarus verbaut, die waren in den Dutra-Traktoren. Ich weiß nicht, wer die Dutra-Traktoren kennt. Mhm.
Das sind die mit den riesengroßen Rädern und dieser langen, langen gezogenen Schnauze. Da waren die Sechszylinder drin. Der Original Schäpelmotor, Sechszylinder D614 oder 613, ich glaube 613 heißt der sogar. Der ist der Sechszylinder. Der 400er ist eben der Vierzylinder gewesen, der im Schäpel-LKW drin war und in den Dutra-Traktoren waren eben die Sechszylinder verbaut. Der baugleiche Motor vom Icarus 66 oder 55. Da sind wir jetzt sehr stolz drauf, dass wir die beiden Maschinen haben. Also haben wir aber richtig Glück gehabt, ne? Es war auch Glück dabei gewesen. Noch viel besser ist natürlich unser Verein. Wir haben die Maschinen selber finanziert. Also es ist jetzt, läuft nicht über das Vereinskonto, sondern unsere Jungs haben alle Geld dazu gegeben, weil der Motor war preiswert gewesen und wir haben das Geld zusammengekriegt, um den Motor für den Verein kaufen zu können. Diesen Motor habe ich erstmal aus meiner Tasche bezahlt, damit wir den Reservemotor zu stehen haben. Ist auch gleichzeitig eine Wertanlage für später. Mal sollte der mal kaputt gehen, brauchen wir nur Motor wechseln. Sieht immer gut aus, ne? Muss man haben, kriegt man in 5 Jahren nicht mehr. So, am 66 sind wir ja nun bei. Wir haben ihn ja, was wir schon gesagt haben, jetzt fahrfertig. Motoren, Getriebe, haben wir alles da. Jetzt geht es weiter mit der Karosse. Unser Sascha hat mittlerweile hier die linke Seite komplett von der Seitenverkleidung befreit. So, dass wir auch sehen, wie es da drunter aussieht. Fußboden ist komplett runter. Hier ist mittlerweile auch schon der ganze Fußboden beseitigt, gepolt. So, dass man sehen kann, wie er hier aussieht. Und da muss man sagen, ist er in einem super Zustand noch. Also, hier muss nicht allzu viel gemacht werden im Fußbodenbereich. Ja, das muss nur sauber gemacht werden, alles mal wieder gestrichen werden. Und da kann man schon einiges mit anfangen noch. Also so viel ist nicht. Blechmäßig ist natürlich sehr viel zu tun, Holme und so weiter. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Aber wie meine Devise ja lautet, geht nicht, gibt's nicht. Gibt's nicht, gibt's auch nicht. Also von der Warte jetzt alles gut. Klappen haben wir ja auch, die war ja noch gut, die wir ausgebaut haben hier vorne links unterm Fahrer. Dann haben wir jetzt wohl neue Klappen für die Tankklappe und für die linke Seite hier die große Klappe drin. Und hinten für den Heckbereich, vielleicht geht es mit der Kamera und dem Knie nicht. Dass man das mal kurz machen kann. Hierfür sind die Motorabdeckungsklappen, die wir dort aus dem Hänger ausgeladen haben. Das ist die Mittelklappe hier. Darunter liegt der Motor dann später und hier ist der Kühler drunter. Und die Klappe haben wir auch da. So dass wir hier hinten auch wieder alles dann komplett machen können, wenn das mal soweit ist. Dauert noch ein bisschen, aber es wird. Wir haben ja hier noch ein bisschen ökologischen Kabelbaum, wie Sascha ihn nannte beim letzten Mal. Der ist hier auch noch vorhanden. Ne? Also der Wagen hat schon sehr gelitten, seine 40 Jahre, die er draußen da in dem Garten stand. Und hier können wir noch mal auf dieses Phänomen hinweisen. Ne? Ja, wir vermuten, dass man hier vergessen hat, den Holm zusammenzubringen. Weil entweder ist er da abgebrochen komplett, weil der Wagen macht auch einen Knick nach unten. Oder der ist nicht richtig zusammengeschweißt worden. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall fehlen dort 5 cm Holm. Ja. Ja. Also da müssen wir sehen, was da wirklich passiert. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Der Wagen macht jedenfalls links, biegt er sich auch nach unten. Mhm. So, dann haben wir jetzt auch noch Teile besorgt, schon etwas früher für diesen Wagen hier. Da haben wir zum Beispiel die Fahrerabtrennung. Die war nicht drin in dem Fahrzeug und wir haben jetzt hier eine komplette Fahrerabtrennung. Fahrerplatz war hier abgetrennt gewesen zu den Fahrgästen. Die Stange liegt hier an der Seite, die hier oben an die Decke dann rankommt. Dann war hier der Fahrersitz, seine Schaltung, Lenkrad und so weiter und so fort. Hier war noch eine Trennscheibe gebogen, die haben wir auch da. Und hier geht noch eine Haltestange rüber, die wir noch besorgen müssen, mit so einem Bogen, die rüber an den Helm geht. Das besorgen wir noch. Im Prinzip haben wir alle Teile für das Fahrzeug. Mhm. Durch einen befreundeten Kollegen, der auch noch einen 55er hat, der hat auch noch eine komplette Bestuhlung für das Fahrzeug, die er uns zukommen lassen möchte. Die müssen wir natürlich bezahlen, aber die gibt ja keinen anderen, die kriegen wir. Ja, dadurch haben wir auch noch eine komplette Bestuhlung für das Fahrzeug da. Also es geht voran mit dem Auto, aber wir können immer nur so viel machen, wie wir Zeit und Personal haben. Zurzeit müssen wir am 1250er den unbedingt wieder in Stand setzen. Da ist ein Holm durchgerostet, den der, hat Sascha vorhin schon erzählt, der TÜV entdeckt hatte. Mit Schrauben hier mal reingepickt, war er durch das Papier gewesen. Machen wir gerade, werden wir uns gleich mal anschauen. Die sind gleich fertig, die Jungs da vorne mit den Holm, der dann da neu eingeschweißt ist. 66er Projekt von unserem Sascha. Der kniet sich hier auch mächtig rein. Oder rein, auf Hochdeutsch. Ja, aber ich bin halt ein Berliner und ich bleibe ein Berliner. Und werde mich hier nicht jetzt nur für eure Kamera ich auch. Ja, und werde mich hier nicht für eure Kamera oder so umdrehen.
Ne? Mhm. Nee, also wie gesagt, wir sind richtig happy, dass wir das Auto haben jetzt mittlerweile. Dafür, dass wir ihn ja eigentlich nicht wollten. Muss man dazu sagen, mal für die, die die Geschichte noch nicht kennt von dem Auto. Wir sind angeschrieben worden, ob wir einen Omnibus wollen. Der Kunde, der den in seinen Werten gesehen hatte, wusste nicht mal, was das für ein Typ ist. Der schickte uns dann ein Bild, wir schauten uns das Fahrzeug an. Hat mir gesagt, passt eigentlich nicht in unsere Sammlung. Berlin hatte nur dreitürige Fahrzeuge und ist ja leider nur ein Zweitürer. Jetzt kommt aber die Besonderheit, warum wir uns dann später entschlossen haben, den Wagen dann doch zu behalten. Der Wagen hat ein durchgehendes Podest. Alle 66er, die jetzt in Deutschland noch auf dem Markt sind, die noch existieren, haben hier vorne kein Podest. Das Podest fängt immer erst ab Mitteltür an und geht nach hinten. Wir haben ein durchgehendes Podest und meine Recherchen haben ergeben, dass der Wagen mal für den Nahen Osten bestimmt war. Aus diesem Grunde haben wir gesagt, den behalten wir. Weil hier war so ja eine Reisebestuhlung drin, der lief als Überlandlinienbus laufen im Irak. Der hatte sogar Gardinen gehabt und. Ich habe da Bilder zu gesehen und sollte dort als Überlandlinie laufen. Aus diesem Grunde, wegen der Geschichte, werden wir dieses Fahrzeug behalten. Ja. Super. Und deswegen wird der auch wieder aufgebaut. Steckt viel Arbeit drin. Aber vielleicht kriegen wir mal einen anderen, dann haben wir zwei. Aber der wird auf jeden Fall hier in unserem Verein bleiben und nicht mehr weggehen werden. Da stecken wir unsere ganze Energie rein. Sascha sagte das ja bei unserem Tetris-Video. Stefan, hier müssen wir unsere ganze Kraft drin stecken in das Auto. Genau. Da nehme ich ihn auch jedes Mal beim Wort. Ne? Aber es macht er auch, gibt's keine Frage. Ne? Ja. Den Motorschlitten, den ich erklärt habe vorhin, der wird dann später, der Motor wird auf den Motorschlitten montiert und dann wird der mit dem Gabelstapler hier hingeschoben. Auf diese Bahn ziehen, läuft dann der Motorschlitten lang. Ihr seht, ihr könnt schon Motor sein von der Körpergröße her. Ja, auf beiden Seiten. Wird hier befestigt an beiden Seiten der Schlitten. Hier hinten nochmal. Da ist hier eine Schraube und hier drüben nochmal das genau dasselbe. Ja, hier wird der Motorschlitten befestigt. Die Getriebetraverse, hatte ich gesagt, ist vorhanden. Wir haben aber nicht den Silenzlock mehr da, der hier rauf kommt. Den haben wir mit an der Getriebetraverse dran. Deswegen die lassen wir hier drin, die Getriebetraverse, die ist noch gut. Und werden nur den Silenzlock aufbauen. Die Lenkwelle ist vorhanden. Hier auf dieser Seite gehen wir rüber, dass man es ein bisschen sieht. Hier ist noch das Schaltgestänge, das läuft bis hierher. Kann man ans Getriebe anhängen, den Schaltgestänge. Und hier haben wir den Kupplungszylinder. Also der Wagen ist komplett. Der Auspuff liegt auch hier für den Motor, den wir dann einbauen werden. Also wie gesagt, ist noch viel Arbeit. Hier ist auch Rost in den Räumen mit drin, da müssen wir auch noch einiges noch dran erneuern und machen. Aber wie er unten drunter aussieht, sehen wir erst, wenn wir mal hochheben werden. Wir werden ja auch demnächst hochheben und dann gucken wir uns unten drunter an. Hier haben wir jetzt von Ihnen befreundet, jetzt gehen wir mal raus hier aus dem Ding. Achso, den Luftfilter, den hatte ich ja erklärt. Der wird hier befestigt, geht hier durch dieses Loch durch. Guck mal hier runter. Hier durch dieses Loch durch und hat ja oben, jeder kennt das von diesen alten Zigarren, hat ja oben nochmal diesen Filz drin. Die Luft wird hier oben über den Luftschacht angesaugt, dort oben. Geht hier in dem Raum, verwirbelt die sich, wird über den Luftfilter hier angesaugt, geht hier rüber mit Geräusch auf die Motoren drauf. Auf den Motoren sind ja noch Luftfilter jeweils drauf, einzelne, aber das ist nicht original für einen Bus. Gab es dann von hier aus, von dem Luftfilter, den Schlauch, der sich dann teilte, auf die Bahneinheiten. Hier haben wir schon einen Schweller bekommen für den 66er Icarus. Das ist ein nachgebauter, aber das spielt keine Rolle. Den haben wir mitgenommen, damit wir ein Muster haben und selber auch dann welche anfertigen können. Ja, also wir werden die Schweller auch selber machen, denn die sind hier teilweise fast komplett durch überall. Ja. Ja. Fahrzeug selber, Traumauto von Sascha, von mir. Ja. Wir bleiben da dran, solange wie wir hier in dem Verein sind und leben, werden wir da dran arbeiten und tun. Wir haben ja seit diesem Monat den René bei uns jetzt noch im Verein als neues Mitglied, der jetzt sehr aktiv hier ist, der auch sehr viel Ahnung hat von Schweißen und Karosseriearbeiten und hilft natürlich unglaublich mit. Der hat ja hier mit dem Achim zusammen das gemacht, was eine saubere Arbeit ist. Ne? Und René wollte euch jetzt auch noch ein paar Worte sagen, weil eben als neues Mitglied kann er gleich mal als erster hier anfangen. René, was soll ich dazu sagen? Freut fest, guten Rutsch. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Naja. Ansonsten... Macht Spaß hier? Ist ein bisschen speziell, ne? Oder? Ja, was heißt speziell? Das könnte jetzt beinahe was verkettet gesagt. Fusch und Fummel. Aber das haben wir ja gelernt. Genau. Weißt du, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Ja, da bist du genau richtig hier. Dann, ne? Meine Hand für mein Produkt, hat der Lehrmeister gesagt.
Genau. Und ihr werdet alle armlos. Ja. Gut. So, dann räumen wir die Laternen weg und dann eine Schicht, wa? Dann machen wir Weihnachten. Ja. Kostüm. Kostüm weg. So. Achim haben wir noch hier. Der ist ja schon jetzt 2 Jahre bei uns. Ja. Der ist ja jetzt schon gut. 2 Jahre bei Reicht? Uns. Ja. Filmst du schon? Ja. Ich war noch nicht fertig. Das macht nichts. Wir sind nie fertig. Ne? Achim, vielleicht noch ein paar Sätze zum Jahresabschluss? Da fällt mir auch wieder nichts ein. Ich bin auch nicht der große Erzähler. Bist du zufrieden mit dem, was du hier so schaffst? Im Allgemeinen oder heute speziell? Im Allgemeinen. Allgemein bin ich immer zufrieden. Ja? Ja. Also immer zufrieden? Ich freue mich immer, was ich geschafft habe zum Feierabend. Ja. Vor allen Dingen muss man das auch sehen und sagen, das blendet aber auch an den Augen. Ich bin ja auch keine 20 mehr. Ey. Nee. Will ich hier blind werden oder was? Ja. So, schönen Dank, Sascha. War sehr nett. Ja. Wir sehen uns ja nächstes Jahr. Du da, Bad Salzda. Genau, ich danke dir auch, weil du hast mir heute geholfen. Deiner kleinen privaten Geschichte. Hast du deine gesamte deine Schweißfähigkeiten wieder eingesetzt? Also, super. Super. So was, ja. Ja, André. Nun ist ja das Jahr fast zu Ende, ne? Das Vereinsjahr. Letzter Tag heute. Schlimm, ganz doll schlimm. Nichts mehr zu tun, man wird wieder ein Jahr älter, weil das Jahr bald vorbei ist. Ja. Ich habe ja noch Börsel-Die. Aber ist ja egal, wir wollen nächstes Jahr weitermachen, dass das Ding wieder läuft. Und dass das scheiß Corona endlich vorbei ist und dass wir wieder was tun können und Geld verdienen können. Und bist du sonst so zufrieden, jo, allgemein mit dem Verein? Stimmung stimmt. Ja. Auch wenn sich das manchmal nicht so anhört, aber so eine Spitzentruppe, was wir hier haben. Hier sind wir alle Heimarbeiter in der Feldschmiede. So haben wir es gelernt und so machen wir es weiter und kriegen das alle hin, oder? Genau, und Feldschmiede ist gar nicht so verkehrt hier, ne? So ist es, so ist es. Wir sind auf dem Feld. Haben zwar ein paar Wände ringsherum, aber so, ja, so war damals in Treptow auch. Wunderbar. Ja. Was soll ja jetzt haben? Na dann. Gut. Das ist ja eine stabile, da ist eine stabile Wand, ja. Siehst du? Bis auf nächste Jahr, ja. Gut, Sascha, komm hier drüber. Ja. Über den Berg. Bis dann. So, und unser Sascha, der hier unsere Filmarbeiten macht und immer manchmal uns filmt, selten selber zu sehen ist, ist ja auch schon ziemlich lange bei uns im Verein. Und auch er hat noch ein paar Worte zum Jahresabschluss dieses Jahr zu sagen. Das heißt, lange im Verein, lange ist relativ, ne, wie so vieles. Übrigens bin ich nicht der Einzige, der filmt. Ne. Andi macht ja auch oftmals so seine schönen Geschichten. Wenn ich nicht kann, ich kann ja auch nicht immer. Und ich bin leider eben auch nicht jedes Wochenende dabei. Ne. Detlef ist natürlich viel öfter da, André und Hartmut auch. Aber ich muss mir so ein bisschen die Zeit aus den Rippen schneiden. Umso mehr genieße ich natürlich, wenn ich hier sein kann. Ja. Und ich hoffe auch, dass wir mit unserem YouTube-Kanal euch so ein bisschen draußen an den Empfangsgeräten dieser Welt ein bisschen mitnehmen können, hier auf unsere Vereinsfahrten, auf unsere Vereinsarbeiten auch. Weil man sieht immer nur die schönen Busse und die sehen im Film natürlich immer aus so super, wie geleckt, wie neu. Was aber tatsächlich hintersteckt, das ist so viel Arbeit. Ja. Und deswegen, Detlef, glaube ich, ist nicht vermessen, wenn ich sage, wenn ihr gerne hier Mitglied sein wollt, meldet euch. Hier ist so gut wie jeder willkommen. Ja, und ich freue mich aufs nächste Jahr. Zum Glück sind ja nur noch ein paar Tage bis 2022 und es kann nur besser werden. Und interessant bleibt es auf jeden Fall und wird es dann auch wieder. Und ich denke auch, was in Sachen Fahrten nächstes Jahr passieren wird, das wird einiges sein, einiges wird geschehen. Ja, und jetzt sehe ich mal, wie es ist, vor der Kamera zu stehen. Ich sehe nichts, ich bin fast blind, überall Scheinwerfer. Detlef freut sich so ein bisschen. Ja, und ich sage mal, auch von meiner Seite aus, bis zum nächsten Jahr und bis zum nächsten Film. Man sieht sich. Ach, an euch nochmal von mir, herzlichen Dank, dass ihr immer auf unserem YouTube-Kanal wart. Man sieht nämlich die Einschaltquoten, die können wir ja Gott sei Dank sehen. Und es ist nicht nur einer, der da guckt, sondern da sind viele. Und wir kriegen auch noch Sprüche, die uns sehr berühren teilweise, weil sie wirklich nett und ernst gemeint sind von euch. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Unser Fuhrpark wird so bestehen bleiben. Es werden eventuell noch neue Sachen dazukommen. Wir müssen immer noch unseren Enschlenki verkaufen, damit wir hier Platz drin haben in der Halle. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Im Moment ist der Markt gesättigt. Aber irgendwann kriegen wir es hin. So, von meiner Seite her war es dann auch unser letzter Arbeitseinsatz. Im nächsten Jahr geht es garantiert weiter. Schon Anfang Januar, so wie das Wetter ist, wenn hier minus 20 Grad sind, fahren wir nicht raus. Aber ansonsten allen, die unseren Kanal immer mit einschalten, gucken und interessiert sind und noch gute Infos uns geben, wünschen wir ein frohes Fest, einen guten Rutsch
und 2022 wird, so wie Sascha sagte, wie Anne sagte, garantiert besser. Wir sind guter Hoffnung und wir bleiben guter Hoffnung. Macht's gut, Leute. Tschüss, Nachbarn, hat Hans Werner. Bringt, nee, wie hieß der? Hans, ach, weiß nicht mehr. Lasst es weg. Ich sage einfach nur, macht's gut, bis zum nächsten Mal.